kommt Darko Chulinov wieder zurück zum S04. Außerdem ein ganz wildes Gerücht aus der dänischen Liga. Ein junger Stürmer soll eventuell zu Schalke 04 kommen. Darüber spreche ich heute und damit herzlich willkommen zu Königsblau TV. Mein Name ist Kesti. Wenn dir der Content hier gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da. Und ja, ich fange mal an mit Darko Chulinov. Da ist es sehr offensichtlich, dass Schalke jetzt mit ihm in Verhandlungen ist. Und zwar sind Fotos aufgetaucht von André Hechelmann zusammen mit Darko Chulinov. Ja. Man möchte dort wohl offensichtlich eine Ausleihe vom FC Burnley hinkriegen. Das Problem bei Darko Chulinov beim FC Burnley ist aktuell, dass er zu wenig Einsatzzeiten bekommt. Er hatte eine schwere Blutvergiftung, von der er sich erst noch wieder erholen müsste, und seitdem scheint der Trainer nicht mehr so richtig mit ihm zu planen, und dementsprechend ja, ist Darko Chulinov jetzt auf der Suche nach Möglichkeiten, um eben an Einsätze zu kommen. Und er hat selber gesagt, Schalke 04 ist sein Herzensverein, und dementsprechend, dadurch, dass André Hechelmann sich jetzt natürlich auch schon mit ihm getroffen hat, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass dieser Deal auch wirklich zustande kommt und Darko Chulinov für ein halbes Jahr zu uns kommt. Ich fände persönlich auch einen Mann von Darko Chulinovs Qualität, finde ich erst einmal top. Ja, wir müssen uns natürlich anschauen, wie er dann nachher funktionieren wird, ob das überhaupt funktioniert. Denn wenn du so lange letztendlich krank natürlich gewesen bist nach einer Blutvergiftung, dann darf man da durchaus mal ein Fragezeichen hinten dran machen. Also es wäre nicht unbedingt der Kracher, der uns jetzt in der Rückrunde 10 Tore garantiert, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Darko Chulinov hat ja mehr seine Stärken, ja, in seinem Kampfgeist, in seiner Dribbelstärke, ja, seines, ja, er kommt halt viel über die Außen und ist, wie gesagt, viel am Dribbeln, dementsprechend nicht unbedingt eine Garantie für 10 Tore. Ich finde aber auch, und da könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu sagen, ich finde, ich bin gar nicht so unzufrieden mit unserer Torausbeute, also was Schalke jetzt nach vorne hin macht, auch wenn unsere Stürmer allesamt, ich glaube, alle 3 Tore geschossen haben. Ne? Lassme, Terodde und Polter sind, kommen alle nicht über 3 Tore hinaus. Allerdings gibt es ja noch einen Kenan Karaman dahinter, der 5 Tore geschossen hat. Und insgesamt haben wir 17 verschiedene Torschützen diese Saison. Ja, Keke Top hat jetzt auch getroffen, also 17 auf 17 Nasen verteilen sich unsere Tore. Dementsprechend, ich finde gar nicht so schlecht unsere Offensivbemühungen in dieser Saison. Das Problem ist hinten zu suchen. Ja, 31 Tore gegenüber 35 Gegentoren. Wirklich, hinten haben wir das Problem. Ja, auch ja, natürlich, in der Gesamtbewegung, in der gesamten Mannschaft scheint es nicht zu funktionieren, aber ich würde eher hinten anfangen, eine Mannschaft zusammenzunageln. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt im vorderen Bereich. Und alles, was nach hinten passiert, gibt natürlich nach vorne hin auch Sicherheit. So, deswegen, ja. Also, Darko Chulinov. Jetzt habe ich allerdings noch ein Gerücht gelesen. Und zwar habe ich das auf sport.de gelesen. Die wiederum beziehen sich auf eine schottische Zeitung. Und zwar auf eine schottische Sportzeitung. Und zwar soll zum einen die Glasgow Rangers sollen an einem Spieler dran sein bei Brøndby. Und zwar Martin Kvistgaarden. Martin Kvistgaarden ist 20 Jahre alt und ist ein richtig starker Stürmer, hat jetzt in der dänischen Liga 5 Tore geschossen und 7 Vorlagen gebracht. Und ja, ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Und angeblich soll laut dieser schottischen Zeitung auch Schalke 04 dran sein. Wenn ihr mich allerdings fragt, nach meiner Meinung dazu, dann sage ich euch, ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass wir da wirklich dran sind. Denn zum einen, Glasgow Rangers haben wohl im Sommer schon 4,6 Millionen für diesen Mann geboten. Ja, ich frage mich, wenn er im Sommer schon 4,6 Millionen gekostet hat, wie teuer ist er dann? Also wie teuer ist er dann, nachdem er jetzt schon wieder 12 Scorer-Punkte in dieser Saison hatte? Also offensichtlich ein Mann mit sehr viel Potenzial. Und ja, woher sollen wir jetzt die Kohle hernehmen? Also sehr wildes Gerücht, finde ich. Will ich natürlich mega feiern. Also den nehme ich mit Kusshand, den Jungen. Ja, safe.
Aber nee, das so vom von der Wahrscheinlichkeit her würde ich eher sagen, ich glaube, das ist eine Ente. Das ist einfach eine Ente. Aber schreibt eure Meinung gerne mal dazu rein. Aber wie gesagt, Darko Chulinov wird, denke ich, wohl kommen. Ja, ich gehe davon, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja? Man muss immer noch miteinander reden. Man muss, auch ein Foto ist noch kein Beweis und ein unterschriebener Vertrag ist auch noch nicht da. Aber ich glaube, wir sind da eher zur Tendenz, das könnte was werden. Auch wenn Burnley wahrscheinlich drauflegen muss. Ja, wahrscheinlich werden die Teile seines Gehalts übernehmen. Denn Darko Chulinov wird ganz gutes Geld verdienen in England, wie alle Spieler in England. Ja, das sind einfach andere Verhältnisse. Ja, zur zweiten Bundesliga. Jo, okay, Leute, macht es gut. Ich gehe wieder an die Arbeit, gehe wieder an eine Schippe und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.